verzeihen. Der Übertitel ist Zauberoper. Es sind Arien und auch Ouvertüren von den jeweiligen Opern, die alle etwas mit diesem Wort Zauber zu tun haben. Man sieht, dass in der Zeit ab 1770 eine Strömung da war, die diesem Übersinnliche, das Außerordentliche, das Nicht-Erklärbare unbedingt in die Oper bringen wollte. Das heißt, wir haben also ganz viele Zauberopern in der Zeit. Das geht dann bis zum Freischütz und noch darüber hinaus. Das war eine richtige Mode, kann man sagen. Und heute ist uns noch die Zauberflöte da in der Erinnerung, ist aber eigentlich eingebettet in eine ganze musikalische Strömung. Nice in 52 if you play as much as you can in the bass and viola section. Really strong as you can. Der Schluss, bevor der Sänger wieder einsetzt, aber schon ein bisschen abphrasiert, oder? Oder zieht es durch? Ja, der Rest wie jump. Die Zusammenarbeit mit Konstantin und gerade die Tatsache, dass Konstantin bekannt geworden ist als Leadsänger, ist unglaublich befruchtend und ein Glücksfall, weil diese Musik, gerade die deutsche Musik, die deutsche Oper, ganz stark von diesem Liedhaften, vom Text auch ausgehend davon lebt. Und er in der Lage ist, das unglaublich gut plastisch darzustellen, also sozusagen wie ein Schauspieler eigentlich, ein singender Schauspieler, den Text zu verdeutlichen. Sie soll mit allen Höllen tarnen, mir die Beleidigung bezahlen. Der Rüdiger Lotter hat Stücke ausgewählt, die einen gemeinsamen Nenner haben. Man hört, dass das alles Zeitgenossen waren. Die haben sich gegenseitig auch zugehört. Die saßen gegenseitig im Publikum und haben sich die Stücke angehört von den jeweils anderen. Und das ist natürlich ganz, ganz spannend. Ganz spannend zu hören, dass diese Musik so plastisch auch ist und so ganz filigran geschrieben, dass man da ganz, ganz toll jede einzelne Nuance und jedes Detail herausarbeiten kann. Setz auch ein paar.